Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Erlangerinnen, liebe Erlanger, auch heute wieder ein Update rund um das Thema Corona in unserer Stadt. Zunächst auch tatsächlich eine gute Nachricht. Wir sind jetzt ja seit einigen Tagen in diesem Teil-Lockdown und wir merken in Erlangen, aber nicht nur in Erlangen, sondern auch darüber hinaus, dass die Infektionszahlen zumindest nicht weiter exponentiell steigen, an der einen oder anderen Stelle sogar ein bisschen nach unten gehen und die Inzidenzwerte liegen jetzt in Erlangen so knapp über 100 Stand heute. Das ist ein ganz gutes Zeichen, aber es zeigt auch, wir haben schon noch eine Strecke vor uns. Die andere Seite, und die ist weniger angenehm. Ich habe in der Woche mich intensiv mit dem Uniklinikum ausgetauscht. Dort werden so viele Menschen behandelt wie noch nie vorher in dieser Pandemie. Wir sehen also, die Situation ist nach wie vor ernst. Und deshalb meine große Bitte, halten Sie sich weiter an die Regelungen. Wir erleben an ganz vielen Stellen, dass die Menschen vernünftig sind, dass Sie vernünftig sind. Dafür auch herzlichen Dank. Aber wir werden das noch eine Zeit lang aushalten müssen. Und ich weiß, wie schwer Ihnen und wie schwer mir das auch fällt, aber ich glaube, es ist nach wie vor notwendig. Noch ein paar schöne Dinge. Zum einen für Ältere. Unser Studio Seniorenbeirat hat wieder die Arbeit aufgenommen und Sie finden da jetzt regelmäßig Beiträge, speziell für ältere Menschen. Der Link ist hier mit eingebettet. Und auch für Jüngere gibt es ein Angebot. Heute ist ja Vorlesetag und da haben viele, viele Menschen gelesen, unter anderem ich auch. Wir posten den Link auch hier mit dazu. Einfach mal reinklicken und vielleicht findet man da ja auch die eine oder andere Anregung für ein schönes Buch. In dem Sinne, halten Sie weiter Abstand und bleiben Sie gesund.